So, dann verlassen wir Aliki, diesen schönen, aber windigen Platz. Scharf rechts abbiegen, dann links abbiegen. Alter, das war die stürmischste Nacht, die wir bisher in Mili erlebt hatten. Aber wirklich. Du konntest keine Luke aufmachen, nichts, das hat hier gepfiffen mit Böen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. War so laut. Man guckt euch an, eigentlich traumhaftes Wetter. Aber ja. Da kommt dieser Gebirgswind. Ja. Weiß immer noch nicht, wie der hier heißt. Woanders heißt er Bora. Und der pfeift hier rein. Nein, ich fahre hier jetzt nicht hoch. Du musst aber da hoch. Ich muss da hoch? Ja. Das ist aber scheiße. Leute, das ist scheiße, ich muss jetzt da hoch. Sagt die Conny. Und das Navi. Na gut. Also, wir starten hier. Endziel ist Navplio. Ob das klappt, wissen wir jetzt auch noch nicht. Aber da hatten wir letztes Jahr einen schönen Abend. Ja. Wir schauen mal dieses Jahr wieder hin. Links abbiegen. Aber zunächst wollen wir noch ein, zwei Dinge besichtigen. Und jemand nehmen euch da, dazu mit. Ach, oi. Meine Fresse. Aber es ist halt hier so. Wir müssen hoffen, dass keiner kommt. In 500 Meter links abbiegen. Mit dem Anfahren ist das auch nicht so leicht. Gut, jetzt geht's berghoch, bergrunter und wieder berghoch, nehme ich an. Und dann sind wir am Ziel. Bis später. Links abbiegen. In 350 Meter rechts abbiegen. Ich wäre ja gleich unten geblieben. Kommt man um die Ecke, steht ein Starfighter im Weg. Ja. As we begin our approach, please make sure that all seats are in the upright position and trays are put away.
Ja, hallo ihr. Ich hoffe, die Bilder sind was geworden, wo wir jetzt hier hingefahren sind, nach Agrokorinth oder Agrikorinth. Da ist die Festung auf dem Berg vor Korinth. Und da draußen stürmt's natürlich noch doller wie gestern und heute unten im Tal. Also die nächsten Szenen werden, so wie es aussieht, aus dem Off gesprochen. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir machen uns dann mal auf den Weg. Ja, hier stehen wir mit dem Willi direkt auf dem Wohnmobilparkplatz oder sowas. Ihr seht schon, wie schroff und steil das hier hochgeht. Und hier geht es weiter Richtung Eingang. Vor uns das Meer, das fruchtbare Tal. Und ist nicht ganz so einfach hier zu laufen, sind grobe Steine. Und es geht auch steiler hoch, als es hier jetzt auf dem Video zu erkennen ist. Die Conny kämpft sich da durch, aber irgendwie kommen wir da auch an. Ihr seht, es ist teilweise alles wieder ein klein wenig aufgeschichtet worden, um auch hier unten einen Eindruck zu vermitteln, wie das mal früher ausgesehen hat. Sind wir am eigentlichen Eingang. Da dachten wir eigentlich, wir müssten Eintritt bezahlen, aber nö, da passt nur einer auf, der reingeht. Man kriegt eine Karte mit der Ausgehzeit, damit die feststellen, ob da, wenn die schließen, nicht einer noch in dem Geröll halten für die Nacht verblieben ist. Das ist jetzt nichts für Leute, die schlecht zu Fuß sind, aber beeindruckend. Uns pfeift der Wind um die Ohren, deswegen auch nachgesprochen. Agrokorinth ist ein seit der Antike befestigter Ort, der sich auf einem 575 Meter hohen Tafelberg befindet. Die 6 Kilometer südwestlich der heutigen Stadt Korinth gelegene Festungsanlage war die Agropolis und der höchste Punkt der antiken Stadt. Vermutlich schon in der Jungsteinzeit kamen zumindest zeitweise Menschen nach Agrokorinth. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde die Befestigung ausgebaut. Die Festung hat eine überaus wechselvolle Geschichte, wurde mehrmals erobert, zerstört und wieder aufgebaut. Hier waren Griechen, Römer, Slawen, Kreuzfahrer, Osmanen, Türken und wieder Griechen. Alles nachzulesen in der Wikipedia. So, da sind wir wieder aus dem Wind raus und schon auch wieder zu verstehen, also nichts nachzuvertonen. Geht jetzt ziemlich steil wieder runter, auch mit der Bergabfahrhilfe. Das ist mir sicherer und da seht ihr schön den Golf von Korinth vor uns. Da vorne die Stadt Korinth. Und na, erkennen tut man es wahrscheinlich nicht, da die Brücken, die dann nachher da drüber führen. Ja, meine Fresse, da kommt einer mit dem Fahrrad hoch. Hut ab. Conny, das wäre doch was für uns. Ne? Wenn er doch nicht mal mit dem Fahrrad runterfahren, weil ich Angst hätte, die Bremse geht kaputt. Eieiei. Gut, okay, da haben wir Mecker von Willi. Tank wird leer. Also, Tankstelle schon eingegeben auf die Strecke nach Navplio rüber. Und wir werden dann in 5-6 Kilometer tanken. Wird da irgendwie noch durchhalten. Ja. Im Moment geht's bergab, da brauchen wir ja eigentlich nichts. So, melden uns von unterwegs wieder oder aus Navplio.
Ihr werdet euch erinnern, hier standen wir schon mal. Jo. Also, wir sind angekommen. Ne? Ha! Willi verdunkelt, weil die Sonne brennt hier runter. Es ist hier nicht ganz so stürmisch. Könntet Glück haben, Wetter. Also ein blauer Himmel, das kann ich schon mal verraten. Und ansonsten gibt es Zielbier. Ja, und nach dem Zielbier zeige ich euch genau, wo wir sind. Und da werden wir irgendwann auch was essen gehen. Ne? Ja. Ja, irgendwann werden wir was essen gehen hier. Im kommt. Hafen sind wir hier oder am Hafen, ne? Wohl sein. Ich gehe gleich raus, gibt's Bilder von hier. Und dann erinnert ihr euch, wir waren schon mal hier. Mhm. Prost! Immer noch Wind hier. So, auf dem Weg in die Stadt, ab Blio. Da oben seht ihr die Festung Palmidi. Da gehen wir aber nicht hin. Waren heute schon auf einer Festung. Und da hinten steht der Willi. Ja. Im Hafen liegt ein kleines, aber luxuriöses Kreuzfahrtschiffchen. Und ja, Riesenaufnahmen machen wir jetzt hier nicht mehr. Hier in der Beschreibung findet ihr den Link zu unserem Video von letztes Jahr. Da seht ihr die Altstadt alles ein bisschen ausführlicher. Aber so ein paar Dinge zeigen wir euch heute, wo wir hinlaufen. Es hat sich wenig verändert und hier an diesem Tisch haben wir vor einem Jahr Bier getrunken. Nach dem Hinweis habt ihr ja das Video vom letzten Jahr geguckt und we did it again. Wir sind im gleichen Restaurant gelandet. Allerdings heute mit etwas anderer Menüfolge. Vielleicht, oder? Ich, ja. Du isst was anderes. Letztes Jahr gab es Coco Bär. Dieses Jahr esse ich das nicht. Ah, ich esse auch kein Kotelett heute. Was? Nein. Conny, kein Kotelett? Nein. Du verhungerst mir. Ich glaube nicht. Gut, wir lernen uns überraschen, was Conny ist. So, das Essen ist da. Das Essen kann beginnen. Conny, was hast du denn da? Irgendwas mit also Flaki vom Hähnchen und der mit Speck. Oh. Ja. Was habe ich? Bestimmt. Ich habe irgendein à la Creme, so wie das aussieht. Ja. Ja, Leute, da kläfft ein Hund. Wir sind auf dem Heimweg
Und ihr erinnert euch an die Kneipe, wo ich vorhin erzählt habe, da haben wir letztes Jahr ein Bier getrunken. Das war vor dem Essen, jetzt sind wir nach dem Essen hier. Und nach dem Essen trinken wir jetzt einen Aperol Spritz. Genau. Das ist der erste auf dem Urlaub, oder? Genau. Ja. Prost. Prost, Leute. Ja. Dunkel ist, mild ist, wunderbar. Willi ist nicht mal ein Deck. Ah, der Köter, den drehe ich den Hals auf. Prost. Aber es schmeckt. Ja. Ich habe schon mal probiert. Dann ist er gut. Ihr wisst ja, EU-weit sind Plastikstrohhalme verboten. Ja, hier ist anders. Gilt anscheinend nur für Deutschland. Auf weiteres Filmen haben wir dann aufgrund des angegriffenen Gesundheitszustandes verzichtet. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt auch gern unserem Kanal, das ist kostenlos und freut uns. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis denne!